Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Beautyboy Sascha und heute habe ich euch auch was mitgebracht, nämlich, oh, upala, ist ja ziemlich schwer, nämlich das Do-It-Yourself Louis Vuitton Würstchen-Kit von Louis Vuitton höchstpersönlich natürlich geschickt bekommen. Ich bin schon etwas aufgeregt, ist gerade angekommen. Wie viele von euch sicherlich wissen, werden Louis Vuitton Klamotten aus Tieren gemacht und naja, das Rest... Also der Rest, das Fleisch, wird halt dann einfach weggeschmissen und das geht natürlich so nicht, deswegen haben Tierschützer gesagt, dann sollte doch das Fleisch auch bitte verarbeitet werden und deswegen gibt es jetzt hausgemachte Louis Vuitton Würstchen. Ja, und ich würde sagen, dann gucke ich doch mal rein, was es hier so gibt. Okay, wir fangen mal an. Mit den Brötchen, es ist nämlich ein Hotdog-Kit, es gibt verschiedene Kits, es gibt auch die Party-Variante, aber ich habe mir gedacht, ich hole mir einfach mal die Hotdog-Variante. Das hier dürften 16 Brötchen sein, ja, natürlich auch aus Tieren gewonnen. Und nochmal 16 Brötchen, es sind nämlich 32 Louis Vuitton Würstchen, dazu dann halt auch 32 Brötchen, wie man es gewohnt ist. Ich kann mal vorlesen, was in diesen Brötchen drin sind. Geschnittene, softe Weizenbrötchen für die Zubereitung von Hotdogs. Tiefgekühlt, Inhalt 16 Stück. Zutaten, Weizenmehl, Wasser und so weiter und so weiter. Also, ja, ziemlich gut. Haben auch eine ganz gute Qualität. Ja, riechen tun sie auch ganz gut, auf jeden Fall. So, aber jetzt kommen wir mal zu dem Herzstück, nämlich zu den 32 Louis Vuitton Würstchen. Natürlich hier mit dem Original Louis Vuitton Gütesiegel mit Remigarden Köstlichkeiten aus Fleisch, nicht aus Leder, weil das sind ja die Klamotten. Ja, Bockwurst. Mit Rindfleisch, hier auch auf Deutsch, extra für die deutschen Louis Vuitton-Käufer. Aber machen eigentlich einen ganz guten Eindruck. Vielleicht, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, vielleicht mache ich auch, ich als Würstchenexperte, den ultimativen Würstchentest. Also nur, wenn ihr das sehen wollt. Weil das kann ich dann auch theoretisch machen. Also halt einfach einen Hotdog mir zubereiten und dann testen. Aber wichtig ist bei diesen Hotdogs, sie dürfen halt nur aus originalem Fidschi-Wasser, aus den Fidschis gekocht werden, im Fiji-Wasser, pardon. Und natürlich, was zu den Hotdogs nicht fehlen darf, ist dieses Zwiebelzeug hier. Röstzwiebeln sind das. Zutaten 76% Zwiebeln, Palmöl und Weizenmehl. Der Beutelinhalt ergibt ca. 80 Portionen. Das heißt, es gibt hier auch nochmal mehr. Ja, ist doch eigentlich ganz okay. Ist doch eigentlich ganz nice. Werde ich mir dann auch auf meine Hotdogs machen. So, und was natürlich nicht dazu fehlen darf, sind die Gurken für die Hotdogs, weil ohne Gurken geht es halt nun mal nicht, wie jeder weiß. Und jeder, der was von sich hält, isst auch Hotdogs nicht ohne Gurken. Ja, auf jeden Fall sehr gut, dass sie dabei mitgeliefert sind. Fällt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist hier einmal Ketchup und einmal Senf, Milch. Mild Mustard steht da drauf. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich glaube, das ist der Name von dem Tier, aus dem das gewonnen wird. Also es sind ja auch alles Tierprodukte. Auch die Gürkchen. Was steht denn da drin? Milder Senf, Zutaten, Wasser, Eier. Ah, ja. Kennt man ja schon genauso wie Ketchup, Zutaten, Tomato, Paste. Ich weiß es nicht, was das heißt. Scheint aber auch irgendwas mit Tieren zu tun zu haben. Ja, sonst nichts wirklich weiteres Spannendes. Man kann das hier oben aufmachen. Ähnlich wie ein Shampoo. Also dürfte ich damit auch keine Schwierigkeiten haben. Legen wir das beiseite und natürlich, was nicht fehlen darf, sind die Original Louis Vuitton Servietten. Sind die hier gespiegelt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann man die Hotdogs da rein tun. Hier steht, beleg ihn wie du willst. Ich weiß nicht, klingt ein bisschen zweideutig, aber muss man mal sehen, vielleicht ein Witz vom Louis Hüchs persönlich. Muss ich mal den MBZ fragen, was er davon hält. Aber mehr ist hier auch nicht drin in der Tüte. So, meine Lieben, das war's von meinem Louis Vuitton Würstchen-Kit. Wenn ihr mehr sehen wollt, zum Beispiel wie ich das Würstchen zubereite oder wie ich die Louis Vuitton Würstchen am liebsten esse, dann gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Beauty Sascha. Stay Beauty.